So, hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Monster Mod Germany und heute möchte ich euch einmal die Thematik. Dazu muss ich ganz kurz ein Werkzeug holen. Heute möchte ich euch einmal die Thematik Vergaser einstellen erklären. Ich habe hier unten jetzt den Vergaser hin. So, da ist der Vergaser. Und heute möchte ich euch anhand dieses kleinen Videos, bitte nicht falsch verstehen, das Video wird nicht so lang, ich möchte euch heute einfach an dem Vergaser hier zeigen, wie ihr vernünftig Luftgemisch einstellt und so weiter. Also bleibt dran, nach dem Intro geht es um das Thema. Ja, also ihr habt es ja schon gesehen, je nachdem, was für ein Vergaser ihr drin habt, das ist egal, ob das 14, 17, 5, was auch immer ist. Ich will das Video auch nicht, also das ist, wer das nicht kapiert, keine Ahnung, dann tut es mir leid. Also, hier sitzt die Luftgemischschraube, hier sitzt das Standgas. Wenn ihr das Gemisch einstellen möchtet, nehmt ihr euch einen Schraubenzieher und dreht bitte. Ich nehme jetzt extra einen größeren. Ich gucke jetzt gleich, dass ich noch einen kleineren finde. Ansonsten gucke ich gerade mal im Roller einen kleineren Schraubenzieher, um euch das vernünftig zu zeigen. Denn ich weiß nicht, ob das viele falsch machen oder nicht. Ich weiß es nicht. So. Ihr seht jetzt, wir fangen bei der Standgasschraube nicht an, sondern wir fangen an bei der Luftgemischschraube, die ihr hier seht. Die Schraube ist ganz reingedreht. Wenn ihr anfangt und möchtet euren wirklich super einstellen, super kann man gar nicht machen, aber man kann es vernünftig machen, gibt nämlich eine Grundregel und die möchte ich euch jetzt heute zeigen. Also ihr fangt an, diese Schraube hier, das ist die Luftgemischschraube. Denn hier auf der Seite sitzt der Luftfilter. Die Seite geht zum Ansaugstutzen, zum Kolben, zum Motorbereich. Also, hierüber wird die Luft angesaugt. Ihr dreht bitte diese Schraube hier ganz rein. Und jetzt versuche ich euch das so gut es geht einmal zu zeigen. 3 1/4 müsst ihr die Schraube rausdrehen. Ich fange jetzt zum Beispiel an und nehme hier oben den Bereich, den hier, als Ansatz. Das heißt, ich setze den Schraubenzieher an, drehe einmal rum. Das ist also mein oberster Punkt, den ich mir gerade gemerkt habe. Einmal rum. Dann ist es so, das hier ist die Hälfte jetzt nochmal und das ist ein Viertel. Das heißt, so ist die Grundeinstellung bei der Luftgemischschraube. Beim Standgas macht ihr dasselbe. Ihr dreht sie nicht rein, aber, also dass ihr jetzt nicht meint, ne? Ihr geht genauso vor. Ihr fangt an, das ist jetzt optimale Einstellung. Jetzt fangt ihr an, Standgas einzustellen. Beim Standgas, das zeige ich euch jetzt einmal an meinem Roller, wie ich das gemacht habe. Es gibt die Mythen, das Rad soll sich angeblich drehen oder nicht drehen. Das stimmt nicht. Das zeige ich euch jetzt einmal an meinem Roller. Und zwar drehe ich jetzt die Standgasschraube ganz zurück, also so weit es geht, zurück, ohne dass jetzt gleich irgendwie was passiert. Dann mache ich Zündung an und schalte jetzt den Roller ein. Und jetzt kommt, ich gebe dann kein Gas. Ihr hört, der Roller geht aus. Also drehe ich rein und versuche es nochmal. Immer Stück für Stück reindrehen und probieren. Der Roller muss nämlich selber anbleiben. Gut, jetzt drehe ich ganz weit rein. Ja, so.
Leute, und jetzt noch ein kleiner Tipp nebenbei. Bei mir weiß ich, die Grundeinstellungen funktionieren, die passen alle. Jetzt kommt's. Und zwar, jetzt stelle ich euch mal extra ein bisschen hier hin, dass ihr das jetzt auch ein bisschen... Das zeige ich euch jetzt an einem anderen Variomatikdeckel bzw. an der Ölpumpe. Wenn die Ölpumpe eingebaut ist, Leute, ich sag's euch auch nur einmal, das ist so simpel. Ich gucke jetzt ganz kurz, einmal Kamera wieder scharf stellen lassen. So, ein bisschen Licht runter oder so schrauben, genau. Die Ölpumpe ist eingebaut. Die kann so eingebaut sein, so, so, das ist egal. Aber sie ist so eingebaut. So ist sie eingebaut. Jetzt kommt's. Hier ist eine Kerbe und hier auch. Diese beiden müssen übereinander stehen. Wenn das gemacht ist, habt ihr euer Luftgemisch, Ölgemisch perfekt eingestellt. Denn oftmals ist das Problem, dass die Leute, wenn sie im Bautenzug festgezogen haben, weil teilweise steht dann das Teil so, das heißt zu wenig Öl, und teilweise steht es dann so, dann bekommt er zu viel Öl. Das hier muss mittig mit der Kerbe übereinstimmen. Dann habt ihr das perfekte Öl-Luft-Gemisch. Viele meinen immer, und zwar das zeige ich euch jetzt einmal, wo habe ich den Variomatikdeckel. Ich suche den jetzt mal für euch ganz kurz raus. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn jetzt hingelegt habe, aber da hinten liegt der. Ups, einmal mitkommen gleich. Und dann zeige ich euch was ganz Cooles. Ich lege das jetzt einmal hier so hin. So. Auf jeden Variomatikdeckel sitzt hier unten ein Stopfen drauf. Den macht ihr einmal runter. Von da aus kommt der Bautenzug für die Pumpe. Und jetzt ist es wichtig, ihr habt hier seitlich ein Stellrad. Dazu müsste ich jetzt fast theoretisch mal Roller umdrehen, um euch das wirklich auch zu zeigen. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Den Bautenzug müsst ihr dann so lange drehen, bis ihr hier durchsehen könnt, die Ölpumpe, sodass die Kerben wirklich senkrecht in einer Flucht sind. Dann ist das Öl-Luft-Gemisch perfekt eingestellt. Es ist nicht zu fett, nicht zu mager. So ist das dann perfekt. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob es euch geholfen hat, euer Luft-Benzin-Gemisch perfekt einzustellen. Denn oftmals ist das so, ich sehe teilweise Zündkerzen, die sind kohlrabenschwarz. Hatte ich auch schon gehabt, ganz zum Anfang. Da wusste ich aber nicht, dass da irgendwas verstellt war. Dann habe ich mir den Stopfen hier runter gemacht. Das war damals auch bei dem hier. Bei meinem ersten Motor. Beim zweiten Motor habe ich genau das gleiche gemacht. Deckel runter, Ölpumpe, ja genau. Bubble-Sprachen helfen. Habe ich optimal dann eingestellt und seitdem ist es so, Benzin, Öl, Luftgemisch ist perfekt eingestellt. Dann gibt es noch irgendwo ja, eine Variante, die ist umstritten, was das Thema Benzinverbrauch angeht. Naja, aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie simpel das ist. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Ach Mann, heute habe ich es echt. Ich hoffe, euch hat es geholfen, wie man vernünftig den Vergaser einstellt, wie man vernünftig die Ölpumpe einstellen kann. Und ich würde sagen, ich bin mit dem kleinen, aber feinen Video heute raus, denn das Video habe ich, glaube ich, schon das 10. Mal gedreht. Weil teilweise dann ab und zu mal jemand vorbeikam und eine andere Frage hatte. Aber egal. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren. Und wenn euch mein Content gefällt, dürft ihr gerne meinen Content auch hier mit einem Abo befeuern. Ich würde sagen, ich bin raus, euer Monster Mod Germany. Haut rein. Ciao.